Hey Leute, ich hatte ja im Februar den Unfall. Ein LKW zog nach links, ohne zu sehen, dass ich schon fast da war. Ja, ich kurz nach links geguckt. Ganz, ganz, ganz weit hinten habe ich ein Auto gesehen, da war ich sehr weit weg. Und hier waren 120 erlaubt, die hatte ich auch so ungefähr drauf. Ich konnte ja aber nie ahnen, dass der hier auf der 120er Strecke gleich mit 300 km ankommt. Ist mir allerdings dann erst aufgefallen, als ich das nächste Mal in den Spiegel guckte. Tja, dann hat's gepasst. Der mir hinten drauf und hinten alles zerkloppt. Meine Kollegen haben dann noch einen Teil vom AMG gefunden. Also ich habe das Auto ja wieder selber nie gesehen. Ich bin ins Schleudern gekommen, habe mich austariert und ausrollen lassen. Und weil eine Autobahnabfahrt war, bin ich dann gleich in die Abfahrt reingefahren, da ich nie auf der Autobahn stehen bleibe. Und da habe ich den Gegner gar nicht gesehen. Der musste total kaputt gewesen sein. Versicherung hätte was geschrieben von 100.000 Euro Schaden. Ich habe ja teilweise selber ein bisschen was repariert und gemacht und teilweise über Auftrag über die Firma. Und da bin ich mit dem Aufbau ganz günstig, ich sag mal ganz günstig in Anführungsstrichen weggekommen. Ich hätte ja auch drei neue Autos kaufen können. Zum Preis von ein neues Auto zum Preis von dreien, meine ich. Wir haben dann in der Stoßstange noch einen Teil von dem AMG Mercedes gefunden. Also die 300, die könnten es schon gewesen sein. Also zumindest weit über 200 wird er gefahren sein, so wie ich das einschätze. Ja, da habe ich die letzten Tage dann immer mal eine Kleinigkeit dran gemacht. Die Gardinen rein, die Lichterkette ankleben und so ein paar Kleinigkeiten. Und gestern habe ich dann meine große Aktion gestartet. Meine Rückfahrwarner müsste ich ja noch reparieren. Und hätte ich sonst noch mal ans Kabel gemusst, hätten meine Campingmöbel ja gestört. Da hätte ich die wieder ausbauen müssen. Ja, da haben wir bei der Gelegenheit noch eine Anhängerkupplung noch gerüstet. Und ich musste eine Anhängersteckdose noch einbauen. Das habe ich gestern gemacht. Die Kupplung war ja schon länger dran. Dann habe ich die Bodenplatte wieder reingelegt und meine Elektrobox erstmal nur ans Auto angeschlossen, dass die mitgeladen wird jetzt erstmal wieder und die Batterie voll war. Als nächstes kommen dann wieder die Möbel rein. Dann muss die Verkabelung für Licht und Steckdosen. Muss ich ja auch noch machen. Ja, und super Kleinigkeiten. Meine Rückfahrkamera muss ich noch was umbauen und. Aber wenn ich die Möbel drin habe, kann ich ja dann auch schon mal wieder irgendwo hinfahren. Ja, das war's noch mal ganz kurz. Grüße und ciao, bis zum nächsten Mal. Da war ja das Kabel durchgeschaut oder durchgeschnitten, was an die Stoßstange geht. Den Stecker hatte ich dann noch selber geflickt und erneuert und verlängert. Und dann habe ich hier ein Stück Kabel angesetzt, sozusagen, dass das wieder ein bisschen vergeht. Und der Kabel jetzt selber in der Stoßstange. Da hatte Kollege noch einen da liegen gehabt vom Sender. War ja eigentlich dann kein Problem. Selbe Stecker, passt drauf, zack, zack. Kollege hat mir das zusammengebaut. Und ging natürlich nicht. Und jetzt habe ich mir das mal angeguckt. Ich habe mich nie verklemmt. Hätte ich auch sein können. Aber am Sprinter sind die anders geschalten. Und da habe ich jetzt die Sprung, habe ich eigentlich alles komplett umpinnen müssen.
Ob du jetzt bei. Dasselbe Kabel habe ich angebaut, jetzt ist es auch ein verlängert, dass das Original hier rausgeht. Und jetzt piept er wieder. Jetzt müssen wir die Anhängersteckdose noch verlegen. Und dann reicht das erstmal für heute. Die Parktronik ist sauber. Kombi-Instrument, was war hier? Gut, das ist nicht so schlimm. Aber warum? Den Dutz. Ach so, das ist, weil ich nicht die originale Lampe habe. Ich habe mich ja hier auch verbessert. Die müsste eingetragen werden und dann. Das ist nicht so schlimm. So, das ist die dritte Bremsleuchte, da brauche ich noch. ESP ist Kommunikation mit dem Telefon, brauchen wir nie. So, alles andere ist sauber. So, bis hinter mal die Verkleidung habe ich ja. Mein Steckdosenkabel schon gezogen, habe ich ja auch schon ein paar Bilder gezeigt. Und um Kabel jetzt hinter Verkleidung zu schieben können, wieder auszuziehen, habe ich hier so einen Unterdruckschlauch mir jetzt mal geborgt. Das ist hier so Innendurchmesser vielleicht 1 und 3 außen. Springt, ist biegsam, aber auch steif genug. Ich kann man schon überall reinschieben. Hier wird es besonders bequem, weil hier viel Platz ist. Hier mein Dings durchgezogen. Jetzt brauchen wir bloß das Kabel anbinden. Vielleicht muss ich mich noch führen, das fühlt sich halt 2 Minuten besser. Aber hier vorne fehlt mir eine Sicherungsleiste. Hier muss ich drauf. Die möchte ich mir eventuell noch bestellen. Oder ich gucke mal, was das für Belegung ist. Das finde ich ja irgendwo anders. Aber heute nicht mehr.